sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanke ich mich zunächst einmal herzlich für die Einladung zu dieser sehr wichtigen Veranstaltung. Ich möchte heute Ihnen berichten über die Ergebnisse der sogenannten Epidemie-Kommission. Sie werden davon ja sicherlich in den Medien damals gehört haben. Diese Kommission ist 2011 eingesetzt worden, nachdem es vor allem in den Medien zunehmend erhebliche Vorwürfe von Missbrauch in Wiener Kinderheimen gegeben hat. Der Druck der Öffentlichkeit und der Druck aus den Medien ist letztendlich so stark geworden, dass sich die Stadt Wien dazu durchgerungen hat, einmal eine Kommission einzurichten. Die Vorsitzende dieser Kommission war Frau Dr. Hedige, eine Richterin. Die Mitglieder der Kommission waren ein Sozialhistoriker, eine Juristin und ich als Psychiaterin. Wie gesagt, der Auftraggeber dieser Kommission war die Stadt Wien. Der Auftrag hat gelautet, Überprüfung erhobener Vorwürfe, das ging von Vergewaltigung über andere Formen schwerer psychischer und physischer Gewalt bis hin zur Tötung eines Kindes, das hier auf dem Raum gestanden ist. Die Kommission hat ihre Arbeit im November 2011 aufgenommen. Der Endbericht wurde im Juni 2013 präsentiert und ist im Internet nach wie vor zu finden. Ich möchte nur jetzt kurz einen Überblick geben, wozu ich heute berichten möchte. In der kurzen Zeit, die möglich ist, ist es sicherlich hier nur ein Anreißen der Thematik. Zunächst möchte ich eingehen auf die Vorwürfe, dann auf die Geschichte des Wien-Wienenbergs, auf die Methoden, die wir angewandt haben, und schließlich möchte ich Ihnen die Ergebnisse präsentieren. Die Vorwürfe waren gravierende Missstände der Heimerziehung in Wien der Nachkriegszeit. Ein weiterer Vorwurf war das systematische Negieren von individuellen Leiterfahrungen, das bis dahin bestanden hat. Die Geschichte des Wiener Wienenbergs, und ich möchte im Speziellen darauf eingehen, weil ich denke, und ich habe mir das jetzt noch einmal bei der Vorbereitung dieses heutigen Vortrages erneut gedacht, dass die Geschichte des Wilhelminenbergheimes eigentlich symptomatisch ist für die Geschichte Österreichs in der Nachkriegszeit. Wir finden hier ähnliche Phänomene, wie sie die Geschichte dieses Heimes zeigt, in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, wie es hier sehr deutlich wird. Das Schloss Wilhelminenberg wurde 1781 erbaut von einer adeligen Familie. Es ist dann in diverse Besitze übergegangen, wurde 1914 als Feldlazarett verwendet und wurde 1927 nach einem Erbstreit in der Familie zwangsversteigert, und die Stadt Wien hat hier in diesem Schloss ein modernes Kinderheim errichtet. Ich möchte Ihnen nur kurz zitieren, was Julius Kandler bei seiner Eröffnungsrede 1927 gesagt hat. Vielleicht wird mancher über die Pracht dieses Heimes erstaunt sein, aber wir haben die Pflicht, für unsere Kinder zu sorgen und sind der Meinung, dass für unsere Kinder das Beste und das Schönste gerade gut genug ist. Das heißt, dieses Heim war ein Paradeheim. Es war für die damalige Zeit nach modernen Gesichtspunkten organisiert. Es war zum Beispiel gefordert,
dass die dort tätigen Erzieher Matura haben. Es waren die Räumlichkeiten, der Umgang mit den Kindern für die damalige Zeit sehr, sehr fortschrittlich. Das heißt, wenn man das, was hier gegründet wurde, vergleicht mit den Bedingungen der damaligen Zeit, war das ein enormer Fortschritt, ein moderner Ansatz in der Betreuung und Erziehung von Kindern. 1934, mit Beginn des Ständestaates, waren die Zugänge zu der Erziehung und zu der Betreuung von Kindern zunehmend anders. Christliche und sittliche Werte sind in den Vordergrund getreten. Das Paradeheim des sogenannten Roten Wien wurde 1934 geschlossen und an die Sängergnaden übergeben. 1938 wurde das Heim durch die SA beschlagnahmt und als Luftwaffenlazarett genutzt. Nach dem Krieg 1945 hat das Schweizer Arbeiterhilfswerk das Heim kurzzeitig übernommen und war hier als Erholungsheim für Kinder und auch ehemalige KZ-Häftlinge verwendet. Die Stadt Wien hat das Heim dann übernommen und 1950, und das, glaube ich, ist jetzt ganz wichtig, da sollte man gut zuhören, ist die heilpädagogische Station vom Spiegelgrund in dieses Heim übersiedelt und das Heim wurde als Kinderheim der Stadt Wien wieder eröffnet. Was heißt jetzt übersiedelt? Übersiedelt sind die Kinder, übersiedelt sind aber auch Erzieher, übersiedelt ist unter anderem auch das Inventar. Eine Anführungszeichen-Anekdote, Anführungszeichen am Rande. Es wurden Einrichtungsgegenstände etc. vom ehemaligen Spiegelgrund auf dem Wiener-Wiener-Berg übersiedelt. Unter anderem auch Bettdecken. Diese Bettdecken hatten die große Aufschrift im Blockbuchstaben Spiegelgrund. Die Betten der Kinder wurden mit diesen Überdecken überzogen. Und zwar so, dass die Schrift nach oben sichtbar war. Das heißt, man könnte ja sagen, gut, es hat damals wenig Geld gegeben, man hat keine neuen Decken anschaffen können. Aber ich denke schon, dass das vielleicht auch einen Symbolcharakter hat, auch für die Kinder, die in diesen Betten gelegen sind und die mit diesen Decken zugedeckt wurden, dass hier der Zeitgeist des Nationalsozialismus übertragen wurde, auch in die Zeit danach. 1960 wurde das Heim dann von der MRF übernommen. 1971 wurde dort ein Reformprojekt unter der Leitung des Kinderpsychiaters Walter Spiel gestartet. Es wurden dann immer mehr der Stand der Heimkinder abgebaut, die wurden in andere Institutionen gebracht und schließlich wurde das Heim 1977 im Rahmen einer Reform geschlossen. Mittlerweile ist aus dem Wiener-Wienenberg, aus dem Schloss Wiener-Wienenberg ein Hotel geworden. Welche Methoden haben wir nun angewandt? Es wurden vor allem Zeitzeugeninterviews durchgeführt. Wir haben insgesamt 215 Zeitzeugen interviewt. Das waren ehemalige Heimkinder, Erzieher, Beschäftigte in diesem Heim. Diese Zeitzeugen wurden von den Kommissionsmitgliedern untersucht. Die Interviews wurden anonymisiert, transkribiert und in unsere Arbeit eben entsprechend mit aufgenommen.
Neben diesen Zeitzeugeninterviews hat es umfangreiche Archivarbeiten gegeben, die zum Teil sehr, sehr schwierig waren. Das heißt, die Informationen aus den Zeitzeugeninterviews sind wesentlich umfangreicher als die Informationen, die aus den Aktenstudien sich ergeben haben. Warum? Die Aktenlage war äußerst ungünstig. 1977, mit der Schließung des Heimes, sind nicht gesetzeskonform sämtliche Unterlagen, die Dienstpläne, Erzieherberichte, Protokollbücher, Personallisten verrichtet worden. Es gibt eine Geschichte, die uns die damals zumindest noch nicht gewesene letzte Krankenschwester des Heimes erzählt hat. Sie ist auf der Rampe gestanden mit der Heimmutter, so hat die Heimleiterin wurde sie bezeichnet, wie 1977 bei Schließung des Heimes die Lastwagen vorgefahren sind und hier eben diese Unterlagen aufgeladen wurde, um sie zu entsorgen, und hat gemeint, um Gottes Willen, jetzt wird das alles, was wir so lange aufgehoben haben, hier entsorgt. Und die Heimmutter hätte ihr gesagt, mach uns die Augen zu, das geht uns nichts an. Das heißt, all das, was damals im Heim aufgezeichnet wurde, gibt es nicht mehr. Was das Interessante ist, sehr wohl gibt es noch detaillierte Aufzeichnungen über die Entsorgung von diversen Gegenständen. Da findet man zum Beispiel Listen, Bodenbürste nicht mehr brauchbar, kann entsorgt werden, oder Putzlappen. Also es wurde sehr, sehr genau hier Aufzeichnungen geführt. Die Aufzeichnungen über diverses Inventar und Gegenstände sind erhalten geblieben, die über Informationen über die Situation im Heim, über die personelle Situation, über die Betreuung der Kinder nicht. Das heißt, wir waren angewiesen auf die sogenannten Kinderakten, die es zum Teil noch gegeben hat, in sehr unsystematisierter Form, wurde uns das zugänglich gemacht von der EMA 11. Für jedes Kind, das in Gemeindepflege gekommen ist, wurde ein Akt angelegt, und hier hat es doch teilweise noch ein umfangreiches Material gegeben, das wir unseren Untersuchungen auch zugrunde legen konnten. In diesen Kinderakten haben sich zum Teil auch Befunde, psychologische Befunde und in eher weniger großem Umfang psychiatrische Stellungnahmen befunden. Sonst haben wir noch diverse Recherchen durchgeführt, die Rekonstruktion der baulichen Gegebenheiten. Das Heim wurde ja mehrfach umgebaut, um auch nachrekonstruieren zu können, was die ehemaligen Heimkinder uns erzählt haben, wo welche Misshandlungen stattgefunden haben, wurde anhand alter Baupläne, baulichen Gegebenheiten auch rückrekonstruiert. Es wurden Nachfragen bei Polizeistationen und Spitälern durchgeführt. Die Ergebnisse, was waren die Ergebnisse unserer Arbeiten? Das Leben im Heim. Es hat sich ganz eindeutig ergeben, dass bis weit in die 70er Jahre pädagogische Unterdrückungsmechanismen geherrscht haben und dass psychische und physische Gewalt als pädagogische Methode akzeptiert war und auch tatsächlich an den Heimkindern ausgeführt wurde. Das Leben im Heim war das Leben in einem geschlossenen Mikrokosmos. Das heißt, die Kontakte zur Außenwelt wurden weitgehend unterbunden, aber auch die Kommunikation der Heimkinder untereinander wurde zum Teil verhindert. Es hat Redeverbot gegeben, es hat Isolation innerhalb des Heims gegeben. Die Kinder waren letztendlich ihrer Individualität beraubt. Das Erste, was sie machen mussten, ist, dass sie ihre persönlichen Kinder und ihre Kleidung abgeben mussten. Sie wurden also da speziell eingekleidet.
Es hat keine Individualität geherrscht, sie waren mit großen Schlafsäden untergebracht. Es war also eine Situation, die alles andere und nicht nur nach heutigen Gegebenheiten, sondern auch aus der Sicht, die eigentlich damals hätte bereits bekannt sein müssen, sicherlich nicht adäquat war. Und im Gegenteil die gedeihliche psychische, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder erheblich gestört hat. Über das Personal hat sich ganz eindeutig ergeben, dass hier die Fortsetzung der Beschäftigung und der Tätigkeit von Personen aus der NS-Zeit mit Übernahme des damaligen sozialpädagogischen Erkenntnisstandes war. Dies ergibt sich aus den Erzieherberichten, die wir eingesehen haben, aber auch aus den psychologischen Befunden, wo wir fast ausschließlich, und zwar bis in die 70er Jahre hinein, sozialdarwinistische und xenophobische Gesinnungen und Haltungen herauslesen können. Das haben wir in zahlreichen schriftlichen Dokumenten gefunden. Um Ihnen das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, was damit gemeint ist, kann ich ganz kurz zitieren aus einem psychologischen Befund eines 9 Jahre alten Buben, Anfang der 60er Jahre. Er ist für sein Alter ziemlich groß, weist eine ganz allgemeine Defektkonstitution auf. Die pastöse, schlaffe Gesichtshaut, die schlechte, laxe Körperhaltung, die leicht vorquellenden Augen, ebenso eine Reihe von Degenerationszeichen, verleihen ihm ein unfrisches und altes Aussehen. Er hat keine Distanz, wirkt zudringlich, nimmt einem an der Hand, will alles wissen, sehen und angreifen. Motorisch wird er durch seine Ruhe auffällig. Seinem dummen, einfältigen Verhalten und gewissen Schulleistungen entsprechend müsste man den Buben für debil halten. Testresultat und Lehrerurteil stimmen allerdings mit diesem Eindruck nur teilweise überein. Gut, und so geht es weiter. Ich will Ihnen das ersparen, aber wir haben da eine Fülle von Befunden und Beschreibungen gefunden, und zwar bis in die 70er Jahre hinein, die also eine reine Beschreibung der Defizite, abwertende Beurteilungen und vor allem, was die Berichte der Erzieher betrifft, laienhafte Beschreibungen mit sehr negativer Art und Weise. Also man findet hier kaum positive Merkmale, die den Kindern zugeschrieben werden. Und wenn, dann kamen auch wieder mit sehr rassistisch-xenophobischen Elementen verbundene Sätze wie: ist trotz ihrem negroiden Aussehen in der Gruppe halbwegs angepasst. Gut, also das liest sich wirklich sehr dramatisch und lässt eben einen Rückschluss zu, welche Geisteshaltung und welche Gesinnung damals geherrscht hat und welchen pädagogischen Ansätzen diese Heimkinder damals ausgesetzt waren. Es hat natürlich vereinzelt auch engagierte Pädagogen und Erzieher gegeben, die wurden aber sehr rasch in die Schranken gewiesen und konnten sich eigentlich gegen das alteingesessene System kaum durchsetzen. Ganz deutlich war eine sehr hohe Personalfluktuation, wir haben sie im
im Vortrag meines Vorredners schon gehört, dass die Arbeitsbedingungen alles andere als gut waren. Die dort tätigen Erzieher waren unzufrieden, unglücklich, frustriert und nachdem es ja damals auch noch nicht annähernd so etwas gegeben hat, die Supervision oder Betreuung oder Begleitung, wurde der Frust eben eins zu eins an die Kinder, die in ihrer Obhut standen, übertragen. Das Personal war nicht ausgebildet, war überfordert, es hat einen Druck innerhalb der Erzieher gegeben und es haben einfach althergebrachte Machtstrukturen geherrscht. Wir haben natürlich auch genau recherchiert, es ist damals in den Medien kursiert und auch einzelne Heimkinder haben das behauptet, dass hier ein Kind zu Tode gekommen sei. Also dieser Verdacht der Tötung eines Kindes in den 50er Jahren konnte, nachdem Recherchen, die wir durchgeführt haben, nicht bestätigt werden. Ergebnis sexueller Missbrauch. Viele Interviews haben übereinstimmend ergeben, dass es sexuellen Missbrauch sowohl durch Angestellte als durch heimfremde Personen gegeben hat. Die diesbezüglichen Angaben waren jedoch teilweise vage, oft konnten Namen nicht mehr erinnert werden. Oft waren die betroffenen Personen möglicherweise bereits verstorben. Es hat wenige ganz konkrete Hinweise gegeben, die wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben. Sie müssen ja auch berücksichtigen, die Kommission war ja nicht jetzt ein Verfahren, wie man es mit einem Strafverfahren vergleichen könnte. Das heißt, wir haben Informationen gesammelt, wir haben Interviews durchgeführt, wir haben andere Recherchen durchgeführt und diese Ergebnisse dahingehend evaluiert, wo es Ähnlichkeiten gegeben hat, wo es Übereinstimmungen gegeben hat, um uns so ein gesamtes Bild von der Situation des Heimes damals zu machen. Es wurden natürlich die Zeugenaussagen oder die Interviews auch nicht nach Aussage psychologischen Kriterien auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Das wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, das war ja auch nicht Aufgabe der Kommission. Bezüglich Aufsicht und Kontrolle ist zu sagen, dass die seitens der Verwaltung gesetzten Kontrollmaßnahmen eindeutig nicht geeignet waren, systematisches Fehlverhalten zu verhindern. Den Heimkindern und ihren Eltern wurde kein Glauben geschenkt. Es war sehr wohl, dass Kinder nach Misshandlungen, denen sie ausgesetzt waren, auch nach Verletzungen, die sie gehabt haben, das irgendwo mitgeteilt haben. Es wurde ihnen nicht geglaubt, es wurde den Erziehern geglaubt und ihre Angaben, ich bin vom Erzieher nichts geschaffen, wurden dann noch bestraft. Auch Eltern haben sich beschwert, auch das haben wir erwähnen können, auch diesen wurde kein Glauben geschenkt und ist dann diesen Beschwerden eigentlich nicht nachgegangen. Die Verantwortlichen der MAF, denen waren die schwerwiegenden Missstände, die es in dem Heim gegeben hat, eigentlich bekannt. Trotzdem haben sie aber ihre Aufsicht nicht wahrgenommen. Man kann das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Das Heim ist geschlossen worden, die dort befindlichen Unterlagen sind entsorgt worden und das Personal ist in andere Kinderheime versetzt worden. Das heißt, sonst ist nichts passiert, eine Aufarbeitung hat eigentlich nicht stattgefunden. Nachdem den Politiker, die dafür zuständig waren, die Situation in den Kinderheimen in Wien bekannt war, sind sie letztendlich dafür verantwortlich, was dort passiert ist. Die Heimenquete und anschließende Studien, die es sehr wohl gegeben hat, sind nicht zum Anlass genommen worden, wirksame Kontrollmechanismen und Dienstaufsicht zu installieren. Die Auswirkungen von Gewalt und die Situation der Heimkinder, die dieser Gewalt ausgesetzt waren, wurde jahrzehntelang von unserer Politik ignoriert. Danke. Ja, vielen Dank für deine eindrückliche Schilderung der Situation damals, die auch gestern so begrüßt ist, war, die wir schon gehört und selber erlebt haben. Ja, wir können uns jetzt zwei Fragen leisten von der Zeit her.
Bitte schön. Frau Dr. Merkel, wie ist es möglich, dass glauben wir, oder Sie haben keine Begutachtung, die Richtlinien der Begutachtungssituation sträflich im Sachbewerb? Ich kann Ihnen 100%iger Sicherheit sagen, dass in meiner Organisation Richtlinien für Begutachtung nicht missachtet.